Corinna Schröder, Sie sind heute nach Duisburg gekommen, um MSV zu gucken. Ja, genau. Also ist ja mein alter Verein. Habe ja auch einige Jahre hier gespielt und versuche ich ja dann auch, wenn ich dann mal in Deutschland bin, den Verein zu unterstützen, mal zu schauen. Und jetzt war ja auch ein wichtiges Spiel und dann komme ich natürlich gerne. Ja. Sie haben auch letzte Saison mit Liverpool Ladies englische Meister geworden. Wie ist das gegangen? Ja, also war natürlich meine erste Saison und dann direkt Meister zu werden, ist natürlich war ein Ereignis, kann man nicht wiederholen, glaube ich. Und wir spielen jetzt Champions League und haben eine super Truppe, muss ich ehrlich sagen. Hat sich alles gut entwickelt dort auch. Ja, Ja, auch viele Spielerinnen von Ausland, nicht von England, ne? ja, ganz viele. Wir haben aus Island, Schweden, also überall her, Deutschland, ja. USA? Ja, genau, USA hatten wir, also haben wir jetzt auch noch. Ja. Und diese Saison, wie läuft das jetzt? Weil Sie haben 4 Spieltage gemacht und nächstes Spiel ist gegen Arsenal, denke ich, Ende Juni. Ja, genau. Nächstes Spiel ist gegen Arsenal. Ich bin jetzt kurz zu Hause. Wir sind jetzt noch nicht so gut gestartet, aber die ganze Liga irgendwie ist zum Glück positiv für uns verlaufen. Viele haben unentschieden auch gespielt, wenn wir auch ein Unentschieden gespielt haben. Also von daher ist noch alles drin und 4 Spieltage, da kann man noch wenig sagen. Ja. Und letzte Woche war es das Cup-Final in England mit Arsenal Everton. Sie sind beide Vorletzte und Letzte die Saison. Das war auch eine Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Also, dass Arsenal jetzt Letzter ist, da hätte vorher gar keiner mit gerechnet. Aber Everton hat sich auch gut gemacht. Und ja, also die Liga ist sehr ausgeglichen im Moment. Ja. Und das Niveau, kann man das ein bisschen vergleichen mit die Bundesliga Frauen in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Also vom Niveau her ist es halt schon gut. Ne? Man hat letztes Jahr Arsenal hat, glaube ich, gegen, ich weiß gar nicht gegen wen, deutsche Mannschaft gewonnen oder knapp verloren gegen England, gegen Wolfsburg ja auch. Und bei uns sind die halt nur Dritter geworden. Ne? Also von daher schon ein bisschen zu vergleichen, aber noch anders. Also da ist halt viel aggressiver auch. Ja, aber taktisch gesehen halt noch nicht ganz so weit wie die Deutschen. Ja. Und die Spiele sind auch im Sommer. Das ist eine Veränderung für in Deutschland. Ja, genau, die Liga geht halt dort von März bis Oktober. Einerseits ist es da vielleicht besser vom Wetter her, aber andererseits ist es auch doof. Jetzt, wir sind letztes Jahr also Meister geworden und spielen dann dieses Jahr Champions League. Also das verschiebt sich dann alles ein bisschen. Ja. Und wie gucken Sie danach aus, nach der Champions League? Weil Sie haben das schon mitgemacht mit Duisburg, denke ich. Ja, genau, mit Duisburg und mit Potsdam. Mit Potsdam bin ich ja auch Champions League-Sieger geworden. Ja, freut man sich auf jeden Fall, die ersten Spiele zu spielen und mal gucken, welches Los man bekommt. Und vielleicht hat man ein bisschen Glück und wir werden uns auch steigern und dann wird das schon. Ja. Okay. Dankeschön und viel Spaß in England. Ja, danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss.